Meine Damen, meine Herren, willkommen zurück bei den Pretty Old Pixel. Mein Name ist nicht Alexander und dies ist leider nicht die Amiga- oder C64-Version von Hanse, sondern die PC-Version. Und ich hoffe, dass der Ton nicht so laut ist. Schauen wir mal. Es gibt gar keinen. Yay! Yay! Ja, diese Farben. Das fürs Protokoll ist die CGA-Variante. Nein, Spieleranzahl 1. Wir machen das nur mal ganz kurz. Damit ihr die Grafikpracht sehen könnt. Ich meine, für 88 ist das schon schwach. Red Storm Rising ist 88 rausgekommen. Also, naja, ist CGA. Wir wechseln gleich zu EGA. Ich wollte euch nur mal an der CGA-Variante teilhaben lassen. Ja, ist schwer zu spielen, aber die Karte ist ruckzuck da. Anders wie bei der C64-Version. Aber ich finde die Grafik von den Farben abgesehen schwer zu lesen, weil sie irgendwie sehr krüsselig, pixelig ist. Gut, wir wechseln zur EGA-Version. Nicht unbedingt besser, aber doch schon deutlicher zu erkennen, finde ich. So. Nein. Spieleranzahl 1. Ihr Name. Klaus. Männlich. Der Bürger Klaus wird hiermit das Privileg zuteil, at the Trade Register Incorporated zu werden. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich habe die Version von Alexander bekommen. Und er meinte, schau mal, das ist die englische Version. Ist irgendwie die englisch-deutsche Version? Gezeichnet der Senat im Jahre 1356. Keine Ahnung, ob. Ich weiß es nicht. Ich wollte mir eigentlich ein Wappen aussuchen, aber okay, scheinbar kann man sich keins aussuchen, sondern das ist mein Wappen. Und hier sieht man auch, ich weiß nicht, Alexander spielt ja dann hoffentlich nächste Woche die Amiga-Version. Und ich vermute mal, dass die DOS-Grafiken irgendwie ganz komisch einfach vom Amiga 1:1 automatisiert konvertiert wurden. Sieht ja grausam aus irgendwie. Die ganzen Konturen fehlen. Man hat einfach nur versucht, irgendwelche Farben bei irgendwelchen Schwellen zu ersetzen. Ich weiß nicht, das sieht ganz schlimm aus. Auch das hier. Ich meine, es ist jetzt nicht besser zu lesen. Malmö, Jüstad, das kann man lesen. Aber da sind so viele Pixel drin, die da gar nicht hingehören, wo man sagt, okay, da hätte man einen Grafiker drüber gehen müssen und mal die Karte wenigstens ein bisschen bereinigen müssen. Ich meine, über Tönsberg, ihr seht das ja, da sind so viele Pixel, so viel, was soll das? Weiß nicht, ich gehe in dieses Spiel rein und anders wie bei der C64-Version habe ich das Gefühl, man hat sich bei der Konvertierung, es ist definitiv nicht auf DOS entwickelt worden, wenig Mühe gegeben. So, wir haben aus Jüstad 66 Wolle bekommen. Das bekommen wir immer. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt immer 66 Wolle bekommen. Ich habe schon mehrfach gestartet wegen EGA und CGA mal zu gucken. Ich hatte überlegt, ob ich euch das überhaupt zeigen soll. Und war bis jetzt immer 66 Wolle. Okay. Zu meiner Entschuldigung. Ich habe zwar die erste Folge von Alexander gelesen, gesehen. Das ist jetzt aber schon eine ganze Zeit her. Und ich weiß nicht mehr so richtig. Ich habe mich da so ein bisschen rausgehalten und werde dann anschließend jetzt die Folgen nachholen. Ich erinnere mich, dass diese Grafik hier ist wieder okay. Ich erinnere mich, dass das rechts dieses Flaggensymbol auf dem Haus oder an der rechten Seite des Bildschirms, auf der linken oberen Seite des Hauses ist ja diese zyanrote Karte, Flagge und auf der Flagge oder die Höhe der Flagge oder die Anzahl der Flaggen. Auf jeden Fall, je höher Flaggen gehen, desto höher ist unser Rang. Oben links ist die Karte. Wir haben ein Schiff im Zustand von 98,5%. Das ist okay. Wir haben 10.000 Mark. Index, keine Ahnung. Und wir haben 2 Säcke Salz. Okay. Börse, Schiffe, Kontore, Chronik. Was ist Chronik? Ah ja, okay. Wow, es gibt doch Ton. Sorry. Es gibt nur da Ton?
1355 ist der Trade Register Incorporated, Konto in Lübeck eröffnet, Konto in Jüstadt eröffnet. 0 Jahre im Schuldenturm. Ah ja. Nur mal die Kaperflotte, nur mal Händel angezettelt. Hinterhältig angegriffen worden. Okay, dann verstehe. Spielstand, da klicken wir mal noch nicht mal drauf. Gut, Börse. What? Okay, Börse gibt es nicht. Hm. Handel. Der Salzpreis ist bei 2. Das Lager ist voll mit Salz und wir haben Wolle. Die können wir für 17 verkaufen. Das ist ja schon mal gut. Also, Wolle. Ich habe auch eure Kommentare gesehen, aber nicht gelesen, was den Handel angeht. Ich würde jetzt erstmal die Wolle verticken. Wie viel? 66. 11.022 Gewinn gemacht. Okay, ich hätte auch alle machen können. Aber dann hätte ich wahrscheinlich das Salz auch verkauft. Das wollte ich jetzt nicht. Salzeinkauf. 2 scheint mir recht günstig zu sein. Weiß ich nicht. 4.000? Ah nee, ach, passt ja alles gar nicht rein. Ich kann ja maximal 8 kaufen, oder? 800? Ja. Glaube ich zumindest. Jetzt ist nämlich mein Konto voll. Okay, ich weiß auch gar nicht, wie viel auf die Schiffe passt. Aber der Salzpreis erschien mir günstig. So. Takelage 99, Rumpf 99. Da brauchen wir nichts machen. Bauaufträge. Wie teuer ist denn ein Bauauftrag? Der kostet 2000. Da machen wir auf jeden Fall. Überlege 2, 3, 3. Kaperflotte? Anzahl. Okay. Kaperflotte will ich nicht. Okay. Wie kann ich denn jetzt sagen, dass überfüllt? Wieso ist mein Kontor überfüllt? Ich dachte, es passen 1000 rein und ich hätte 200, also 2,6. Das macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Warum macht man das nicht in 2er bis 10er? Einfach in Säcken? Ich weiß es nicht. Kann ich das so machen? Schiffe senden. Ah, okay. Landkanonen, Schiffe senden nach Jüstadt. Anzahl 1. Geht's weg? Ladung 9. Das nimmt nur eins mit. Okay. Neuer Speicher. Wie teuer ist das? In Lübeck. Wie ist das? In Lübeck ist es noch günstig, ne? Hm. 1. Okay. Wie teuer ist denn Konto eröffnen? Ohoho, okay. Nee, das können wir uns erstmal noch nicht leisten. Okay. Ich glaube, dann haben wir aber alles gemacht. Schiff ist auf jeden Fall weg und wir sind nicht mehr überladen. Das sind doch jetzt 2, 4, 6, 8, 9. Es passen nur 9 rein. Warum denn 9? Okay. Ende des Zugs. Sie sind erkrankt. Wollen Sie einen Arzt? Ja, kostet 10 Mark. Unterbrechung? Exit. Ja, machen wir. Hm. 97 Wolle haben wir mitgenommen. Das muss man auch irgendwie verstehen, ne? Dass ich jetzt eine Packung Salz, die ich für 200 gekauft habe, theoretisch, die habe ich ja geschenkt gekriegt, oder mit der bin ich gestartet, die ich für 200 gekauft habe, habe ich gegen wie viel Wolle? 97 Wolle getauscht, die ich für 16 verkaufen kann? Richtig? Ja. Richtig. Salz kaufe ich nicht. Dann gehe ich Kontore, Schiff entsenden. Jüstadt, die Heuer kommt noch dazu, ja.
Richtig. Ah nee, ich habe die anderen Schiffe auch. Kann ich jetzt drei angeben? Ja. Und die nehmen jetzt fünf Ladungen mit. Okay. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie der Zustand ist. Was heißt das denn da oben? Lübeck, die ganz oben links steht hier Lübeck mit dem Häuschen 2, weil ich den Speicher erweitert habe. Okay, verstehe. Vier Schiffe? Vier in Jüstadt, eins, verstehe ich nicht. Die Heuer, okay. Kann ich. Oh, sorry. Ja, ist nicht möglich. Nur damit das wisst. Exit. War's, oder? Also viel mehr können wir da jetzt nicht machen. Zuges. Klar. Okay. Zwanzig dafür, dass ich jetzt drei Schiffe geschickt habe. Oder vier, man weiß es nicht. Nicht so gut. Salzverkauf. Kann ich jetzt alle verkaufen? Und ich verkaufe das Salz auch. Ich will es nicht ausprobieren. Wolle, wie viel? 128. So, dann Exit. Wir kaufen Salz ein. Mal 500. Dann Kontore. Kontor eröffnen. Bergen. Man weiß jetzt natürlich nicht, aber wahrscheinlich steht es im Handbuch, was jetzt wofür irgendwie gut ist. Ja, mal Novgorod, das am teuersten. Achso, Pen muss ich hier aussuchen. Novgorod. Okay. Landkanonen. Jüstadt, Anzahl. Keine Ahnung, die kosten da ja nichts. 5. Novgorod auch 5. Dann haben wir Kanonen da. Speicher brauche ich dann nicht. Ah, doch, klar. Novgorod brauche ich natürlich einen Speicher. Da habe ich, glaube ich, gar keinen. Ne? 0. Genau. Anzahl 1. Oh ja, der ist teuer. Da kaufen wir einen. Okay, dann machen wir Exit. Dann machen wir Kontore. Nee, Exit. Ich wollte einmal die Schiffe gucken. Schiffe. Sieht so noch gut aus, oder? Das Bild unten rechts sieht gar nicht so scheiße aus. 97,5. Ich glaube, das wird dann gemittelt. Ich weiß es nicht. Schiffe senden. Machen wir 2 nach Jüstadt und 2 nach Novgorod. Das heißt, wie viele Schiffe dahin entsendet werden. Alles klar. Exit. Exit. Ende des Zugs. Warum sollte ich beim Kurfürsten von Sachsen um Audienz bitten? Ja, mache ich. Der Kurfürst ist verstimmt. Okay. Pelze habe ich aufs Novgorod geholt. Oh, das hat sich gelohnt. Das heißt, da schicken wir nächste Runde noch ein bisschen mehr hin. Jetzt müssen wir die Schiffe einmal reparieren. Takelage, Ausbesserung. Dann machen wir 5. So, passt das wieder. Ich würde es mal über 90 da behalten, denke ich. Ich habe jetzt auch bei der See und dem ganzen Kram nicht geguckt. So, Handel. Waren verkaufen. Wolle, okay. Wo ist Pelz? Pelz 25, das lohnt sich natürlich super, ne? Warenverkauf, Pelze 261 und Wolle 103. Schon fast dazu geneigt zu sagen 31. Also Novgorod. Oh ja, Salz kaufe ich nochmal wieder ein. Wie viel kann ich denn jetzt hier überhaupt einkaufen? Kann ich jetzt noch 10 einkaufen? Also 1000? Kann ich. Okay, weil für 2 ist ja günstig.
Börse. Ah, ich könnte. Jetzt geht auch das mit der Börse. Ich könnte. Ah, okay, Moment. Menge, Besitz, Sorte. Sorte Klaus, Menge 90, Preis, Stück, Angebote. Also ich könnte mir da was von meiner eigenen Anteile kaufen. Kaufe Anteile. An Klaus, wie viele Anteile kaufen? Zwei? Okay. Machen wir, ne? Houston, machen wir eins. Northcote, machen wir drei. Der ist da auch teurer, aber okay. Exit, Ende des Zuges. Da ist gar kein Ereignis. Nee, da will ich nichts machen. Was? In the Traders Company integrated zu werden. Ach so, jetzt bin ich in die. Was? Oh, das hat sich aber gar nicht. Au, es war auch tobende See. Okay. Da haben die Schiffe gelitten. Ja, da müssen wir aufbessern. Takelage aufbessern. Komm. 15. Rumpf aufbessern. 12. So. Handel, Waren verkaufen, Pelze. Kann ich hier jetzt eigentlich 100 eingeben? Nein. Ich dachte, er macht dann halt alles. Wolle. 14. Ah, ging, ne? Salzpreis 5, da kaufen wir garantiert nichts. Kontore, Schiffe entsenden, Justat 1, Novgorod 3. Also man muss verstehen, dass man mit den Waren irgendwie so richtig nicht handeln kann, oder? Also ich vertausche immer Salz und bekomme immer einen Rohstoff aus einem bestimmten Kontor. Ich kann jetzt aber zum Beispiel keine Wolle aus Justat nach Novgorod schicken. Oder? Ich schicke immer das Salz. Ich meine, ich habe jetzt die Wolle verkauft. Vielleicht sollte ich. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Exit, Ende des Zuges. Danke. Also diese Zufallsereignisse, das hat mich schon immer bei Monopoly und so gestört. Aber naja, gut. Stürmische See. Okay, das gucke ich. Ah nee, dann kann ich die nicht. Die Schiffe. Ich repariere jetzt erstmal die Schiffe wieder. Takelage stimmen. 13, Rumpf ausbessern. 10. So, und. Wenn ich jetzt die Schiffe sende. Eins. Nee, ich kann nicht aussuchen, was für ein Rohstoff. Wieso habe ich keine drei Schiffe mehr übrig? Weil ich nicht mehr genug Salz habe, kann das sein? Schon. Drei Schiffe, drei Salz, oder? Gut, gucken wir mal. Waren verkaufen. Pelze 200 und Wolle 33. Salz kaufe ich natürlich wieder ein. Da können wir hier 1700. Ich verliere wahrscheinlich eh wieder die Hälfte, aber so, Schiffe. Nee. Kontore, Schiffe senden. Kann ich jetzt hier drei hinschicken? Jetzt geht es. Okay. Boah, der war. Das Schiff jetzt weg? Ja. Das Schiff ist jetzt weg. Okay. Ja, danke für nix. Warenverkauf. Pelze, das hat sich natürlich gelohnt. 448. Dann Schiffe. Ja. 10 um verbessern. 5. Achso, nee, ich wollte noch Bauauftrag. 3500. Ja, ein. Jo.
glaube, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum brauche ich in einem anderen Kontor mehr Speicher? Wahrscheinlich, wenn ich mehr hinschiffe, wenn ich irgendwie mit 10 Schiffen, dann muss das erstmal ins Kontor gelöscht werden, um dann verkauft zu werden, vermute ich mal. Macht irgendwie Sinn. So halb. 3 Schiffe, okay. 5 Kanonen. Brauche ich noch mehr Kanonen? Kanonen, Nystad. Kaufen wir noch mal 5. Irgendwie scheinen da ja Piraten zu sein. Auch noch ein Konto eröffnen, aber im Moment. Schiff senden, Novgorod 3. Ladung 14. Habe ich noch, oder? Ich glaube, hab ich noch. Ach so, jetzt ist das Fähnchen hochgerutscht. Verstehe, okay. Alles klar. Ende des Zuges. Natürlich. Ich glaube, immer wenn ich viel habe, dann verliert man die Hälfte davon. Art des Spiels zu sagen. Kauf nicht immer nur, wenn es günstig ist. Vermute ich. Warenverkauf Pelze 2,15 Salzpreis ist 5. Nee, 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 nee. Schiffe 5, 5 und Kontore. Schiffe senden Newstart 1, Schiffe senden 3. Jetzt habe ich noch 3 Ladungen Salz. Okay, das ist das, was noch übrig ist. Ende des Zuges. Okay. Zoll bezahlen. War ruhige See. Es war ruhige See. Und warum bekomme ich keine Pelze? Aber so viel Wolle? Habe ich mich verdreht beim Verkaufen? Salz, ja, 3 geht ja. Pelze, ach ja, hatte ich 0. Wolle 2, 7, 1. Exit, Salz einkaufen. Keine Ahnung. 10. Exit, Schiffe ist okay. Kontore, Schiff senden. So. 1. Novgorod. 3. Nicht möglich. Warum? Warum habe ich nur noch Ladung 2? Habe ich nicht gerade Salz gekauft? Nicht 800 Salz gekauft? Ha, ich habe bestimmt 80 Salz gekauft, kann das sein? Egal. Senden 3. Ah ja, jetzt geht's auf jeden Fall. Ja. Ende des Zuges. Ein Schreiber veruntreut 1315 Mark. Wollen Sie einen Prozess? Jep, Sie hatten Pech. Ah, so geht das vor Gericht. Ah, besser, besser. Okay, dann Waren verkaufen, Pelze 594 und Wolle als ein 7. Okidoki, dann Salz einkaufen. Na, kaufen wir nochmal 500. Die Schiffe. Schiffe. Bauauftrag. 5. Das wird unsere Kaperflotte. Da muss ich hier irgendwas. Ich mach das erstmal so, glaube ich. Ich will das mit der Kaperflotte nochmal ausprobieren und gleich machen wir auch mal irgendwie böse Sachen. Kontor, Schiffe senden, Novgorod 4. Adieu.
Klaus der Zweite. Ah nee, okay, dann. Der Lausbub. Okay. Es war bewegte See. Okay. Salz. 4, 2, 6. Zack. Dann Salz einkaufen. Wie viel Salz? Kaufen wir wieder 500. Exit. So, die Schiffe sind ja jetzt fertig. Ich habe jetzt 9 Schiffe. Kann ich hier sagen, Kaperflotte 5. Ja, damit habe ich wieder 4. Keine Ahnung, wie sich das. Okay. Nein. Okay. Klar, weil ich jetzt mehr Schiffe habe, die 100% haben, deswegen bin ich über 93%. Kontore, Schiffe senden. Novgorod 4. Los geht's. Okay. Interessiert irgendwie nicht so richtig. Meine Kaperflotte ist jetzt weg, aber ich dachte, ich könnte wenigstens irgendwie mal ein Ziel oder so nennen. Gut, Warenverkauf, Pilze 406. Exit. Salzeinkauf mache ich nicht, ist mir zu teuer. Ich könnte an der Börse nochmal Anteile kaufen von Klaus. Die kosten ja jetzt gar nichts mehr. Kann ich gleich 8 kaufen. Was wollte ich machen? Schiffe. Nein. Kontore. Ja. Schiff senden. Novgorod. 4. Adieu. Schiffe. Ah, ich kann nicht mehr. Ich wollte noch welche beauftragen. Naja, okay. Okay. Ich klicke mal auf Händel, aber passiert nichts. Okay. Okay, die Kaperflotte. Man weiß es nicht, was die macht. Ja, Salzeinkauf, jetzt ist es auch egal, kann ich auf 500 Salz kaufen. Ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Die Schiffe müssen natürlich noch repariert werden. Kann ich hier noch mal Bauaufträge machen? Vielleicht 5. Kontore, Schiffe senden, Novgorod 4 und Exit. Aha, okay. Und jetzt? Wo sind denn die Freibeuter? Und wie kämpfe ich? Ah, mit Enter kann ich hier irgendwas machen. Kommt immer ein anderes Schiff dran. Ja. Sorry, ich habe das im Post-Editing leiser gemacht. In Wirklichkeit ist das viel, viel lauter. Und ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ich habe Angst, wenn ich jetzt auf Weiter drücke, dass es wieder so laut ist und mir die Ohren wegpustet. Von daher würde ich die Folge gerne an dieser Stelle beenden. Ich mache das gleich weiter. Ich setze mein Headset ab. Dann können wir noch mal gucken, wie das abläuft. Aber ja, bis dahin, sorry. Ich muss sagen, dass es von dem ersten Eindruck her besser geworden ist und natürlich eine gewisse
Brettspiel-Behäbigkeit hat als Spiel. Für 88, ich meine, die C64-Version ist ja früher, ist es für einen PC nicht komplex genug. Also, sorry. Das Beispiel bringe ich immer wieder gerne, aber Red Storm Rising hat eine viel, viel größere Komplexität. 4 Jahre später, ich meine, Alexander hat gesagt, das ist 84 auf dem C64 rausgekommen, hätte man sich die Mühe, das auf den C4, auf den PC zu portieren, nicht mehr machen müssen. Wie auch immer, die abschließende Besprechung gibt es dann im Abschlussgespräch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund und uns gewogen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Und jetzt setze ich mein Headset ab.